Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Rezension von mir. Und heute möchte ich euch Kokoro von Natsume Soseki rezensieren. Dieses Buch erschien 1914 im japanischen Original und ich habe in dieser Ausgabe die Übersetzung und das Nachwort von Oskar Behnel. Der Manesse Verlag bewirbt dieses Buch mit der Aussage, dass es sich um den meistgelesenen Roman Japans handelt, und ich wusste über den Titel auch nur, dass es sich um einen bekannten japanischen Klassiker handelt, den ich unbedingt mal lesen wollte. Und umso glücklicher war ich dann, als ich gesehen habe, ich kann es im Bloggerportal von Random House anfragen, denn es erschien in dieser wunderbaren Manesse-Ausgabe der Weltliteratur. Es handelt sich hierbei um ein Spätwerk des Autors, und ich sage direkt dazu, dass ich vorher vom Autor noch nichts anderes gelesen habe und mich auch generell kaum mit japanischer Literatur auskenne. Das sage ich euch, damit ihr meine Aussagen und meine Meinung vielleicht ein bisschen besser einsortieren könnt, je nachdem, wie weit ihr schon Erfahrungen habt mit japanischer Literatur. Auch im Nachwort steht, dass man diese Geschichte vielleicht etwas besser versteht, wenn man auch die Frühwerke des Autors gelesen hat, denn in all seinen Büchern thematisiert er Einsamkeit. Ich muss allerdings sagen, dass mir auch ohne Vorkenntnisse dieses Buch herausragend gut gefallen hat, und ich werde euch jetzt erzählen, woran das lag. Wir erfahren diese Geschichte aus der Ich-Perspektive eines jungen Studenten aus Tokio, der einen älteren Mann kennenlernt, zu dem er aufschaut. Er nennt ihn entsprechend nur Sensei, spricht ihn auf diese Weise auch an. In Japan ist das ja eine Anrede für eine Person, zu der man aufschaut, die man bewundert, die einem in Wissen und Erfahrung deutlich überlegen ist. Und so erfahren wir auch nie den richtigen Namen des Senseis, genauso wenig wie den Namen des Studenten. Im ersten Teil dieses Buches verfolgen wir also die Entwicklung dieser Freundschaft zweier sehr, sehr unterschiedlicher Menschen, die auch fast eher einseitig funktioniert, denn der junge Student gibt sehr viel von seinem Leben preis, während der Sensei offenbar ein Geheimnis hütet oder eine große Schuld aus der Vergangenheit mit sich herumträgt, über die er aber nicht sprechen möchte. Er bleibt entsprechend verschlossen und der junge Student versucht, zu ihm durchzudringen. Und der Sensei lebt auch sehr zurückgezogen mit seiner Frau in Tokio. Er muss nicht arbeiten gehen, denn er ist finanziell abgesichert. Aber auch das scheint mit einer Geschichte verbunden zu sein, über die dieser Mann überhaupt nicht sprechen möchte. Da der Student aber schnell merkt, dass dieses Geheimnis offenbar der Schlüssel zur Persönlichkeit des Senseis ist und viele seiner Verhaltensweisen erklären würde, macht er es sich zur Aufgabe, hinter dieses Geheimnis zu kommen und zu erfahren, was in der Vergangenheit des Senseis so Schreckliches passiert ist, dass er zu diesem Menschen wurde, der er jetzt ist. Denn obwohl der Sensei dem jungen Studenten viele Weisheiten mit auf den Weg gibt, sind auch viele dieser Aussagen sehr verbittert und zeugen davon, dass er den Glauben an die Menschheit verloren hat. Und so möchte der Protagonist natürlich gerne wissen, was dort Schlimmes vorgefallen ist, um seinem Freund zu helfen. Und so verbringt der Student immer mehr seiner eigenen Zeit beim Sensei, und das hat ja große Folgen für sein eigenes Leben. Viel mehr möchte ich über die Geschichte gar nicht sagen, denn auch für mich war es schön, mich einfach in die Geschichte hineinfallen lassen zu können, ohne viel darüber zu wissen, und so hat es mich am Ende dann auch sehr beeindruckt. Der Einstieg ist nicht ganz leicht, insbesondere wenn man überwiegend westliche Literatur gewohnt ist. Der Schreibstil oder Erzählstil ist schon ganz anders. Man merkt, dass es eben aus einem völlig anderen Kulturkreis stammt. Das fand ich aber auch sehr interessant. Ich hatte nur zu Beginn meine Schwierigkeiten, in die Geschichte hineinzukommen. Das hat dann aber relativ schnell, so nach 100 Seiten, dann auch funktioniert. Ich war allerdings von Anfang an, von der ersten Seite an, ja, von der Wortwahl, von den ungewöhnlichen Beschreibungen begeistert, die der Autor hier wählt. Es ist sehr poetisch geschrieben und es sind eben ganz andere Metaphern und Beschreibungen und Vergleiche, als man das vielleicht aus unserem Kulturkreis gewohnt ist. Dadurch liest sich dieses Buch einfach ganz anders und wirft auch völlig andere Bilder auf, und das hat mir sehr gut gefallen. Die Geschichte ist sehr unspektakulär erzählt. Generell muss man hier nicht mit Spannung rechnen. Die Geschichte entwickelt sich sehr langsam, sacht und leise, was mir gut gefallen hat. Es ist eine tolle Stimmung. Es ist ganz ruhig, wenn man dieses Buch liest. Es passiert eigentlich nicht viel, und am Anfang denkt man sich auch, dass das, was im ersten Teil passiert, sehr, sehr belanglos ist, da sich im Endeffekt nur so eine zarte Beziehung, die teilweise sogar einseitig ist, eben zwischen dem Studenten und dem Sensei entwickelt. Und man fragt sich ein wenig, warum man das so ausführlich präsentiert bekommt. Tatsächlich ergibt der Aufbau der Geschichte erst am Ende des Buches wirklichen Sinn. Erst dann wird einem bewusst, dass keine der Passagen in irgendeiner Weise unwichtig oder trivial waren. Und dann bricht auch die gesamte Tragweite der Geschichte über einem zusammen, und mich hat das emotional dann sehr berührt und ich habe auch das ein oder andere Tränchen verdrückt. Insgesamt ist die Stimmung in diesem Buch sehr melancholisch und traurig. Das heißt, man muss das mögen, wenn man damit gar nichts anfangen kann, wenn einem eine Geschichte ein wenig die Stimmung drückt, dann würde ich das Buch nicht empfehlen, denn hier geht es eben viel um so eine ganz tief empfundene Traurigkeit, um eine Einsamkeit, die Menschen empfinden, obwohl sie sich vielleicht in Gesellschaft befinden, aber nicht in der Lage sind, so zu kommunizieren, wie es vielleicht aus ihrem Herzen heraus nötig wäre. Und sie schaffen es einfach nicht, das zu ändern.
finden und sich dann auch schnell in der Illusion verlieren, dass es niemanden in ihrem Leben gibt, mit dem sie sich auf diese Art und Weise unterhalten können. Und so leiden sie auch in ihrem zukünftigen Leben unter Entscheidungen, die sie in ihrer Jugend oder Kindheit getroffen haben oder im jungen Erwachsenenalter und schaffen es kaum darüber hinwegzukommen. Und das ist einfach, das trägt sich durch das ganze Buch und macht natürlich nachdenklich. Und so sind auch viele Zitate eben des Senseis sehr verbittert und todtraurig. Und mir hat das sehr gut gefallen. Ich mag ja so eine Stimmung in Büchern und dementsprechend hat es mich auch emotional sehr gepackt. Ich kann mich gerne in so einer Traurigkeit verlieren und konnte vieles davon nachvollziehen. Es ist so ein bisschen Tragik mit drin, ohne Frage. Es ist so ein bisschen dramatisch, tragisch, was vielleicht auch so ein bisschen zur Zeit passt. Ich möchte jetzt gerne mehr japanische Literatur lesen, gerne auch Werke, die zu dieser Zeit spielen. Ich muss mich da mal so ein bisschen schlau machen und ich bin gespannt, ob ich dieses Werk dann mit einem Reread vielleicht nochmal ganz anders erfasse und verstehe, als ich es jetzt tat. Aber nichtsdestotrotz hat es mir so schon wunderbar gefallen. Ja, so viel zu meiner Rezension. Ich hoffe, ich konnte euch damit etwas weiterhelfen, wenn ihr dieses Buch bereits im Blick hattet. Ich muss immer ein bisschen vorsichtig sein mit dem, was ich verraten kann. Und es gibt Bücher, bei denen man am besten überhaupt nichts verrät oder sich sehr, sehr kurz hält. Ich hoffe trotzdem, ihr habt einen gewissen Eindruck von diesem Buch bekommen. Lasst mich gerne mal wissen, ob ihr von dem Buch schon mal was gehört habt, ob ihr es selbst schon gelesen habt. Und ja, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!